Verantwortung für Ceballos, der jetzt praktisch nur den Ball im Korb unterbringen muss, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Aber er entschließt sich zu einem spektakulären Sprungwurf. Und das schauen wir uns gleich noch einmal in der Wiederholung an. Unterarm eingeklemmt. Ein Wurf, der wie so vieles im Basketball auch einen besonders schönen Namen hat. Der Grim Reaper, den Cedric Ceballos hier vorführt. Wir sehen noch einmal deutlich, wie knapp hier Cedric Ceballos das Brett verfehlt. Präzises Timing, das sich letztlich auszahlt, und eine gute Punktwertung für Ceballos. War ja der beste Mann unter den Teilnehmern. Aber im Endkampf keine Chance im Duell mit Cedric Ceballos. Und Cedric Ceballos gibt jetzt noch eine Art Zugabe. Auch hier präzises Timing ist alles. Schritte werden einzeln abgezählt. Wollen wir sehen, was Ceballos hier im Schilde führt. Den Titel hat er bereits, den kann ihm keiner mehr nehmen. Und er versucht jetzt ganz offensichtlich noch einen spektakulären Schlusspunkt zu setzen unter den Slam Dunk Wettbewerb des All-Star-Spiels im Rahmen des All-Star-Spiels 1992. Und da werden Cedric Ceballos tatsächlich die Augen verbunden. Ja, da reißt es selbst die All-Stars von den Sitzen, das wollen sie sich doch ganz genau angucken. MC Hammer, der ebenfalls dort auf der Ehrentribüne mit von der Partie ist, mit dunkler Sonnenbrille angetreten, wird vielleicht am ehesten nachempfinden können, wie schwierig die Aufgabe ist, die Ceballos sich hier gesetzt hat. Applaus und Umarmungen, die Cedric Ceballos sich verdient hat, da gibt es keinen Zweifel. Denn es haben selbst die renommierten und routinierten All-Stars noch nie gesehen. Und weil es so schön war, schauen wir uns das Ganze noch einmal in der Zeitlupenwiederholung an.